Zum Abendessen habe ich mir gerade eine Food Bowl gemacht. Da sind heute Reisnudeln drin, Reisbandnudeln. Die habe ich mit ein bisschen Basilikumpesto und Sojasauce gewürzt oder angemacht. Dann gibt es noch einen Salat mit Himbeervinaigrette. Ich habe hier noch ein paar Oliven, ein bisschen eingelegte rote Beete und das hier ist ein Mischmasch aus Tomaten, die man jetzt gerade gar nicht so wirklich sieht, Gurke und der Hälfte der gestrigen Avocado. Guten Morgen, es gibt grüne Smoothies und da ist wieder alles Mögliche drin. Auf jeden Fall habe ich eben gerade noch frische Zitronenmelisse und Basilikum dazu gegeben. Ich weiß auf jeden Fall, dass Apfel, Banane drin war, Limette und auch Saftreste vom Saft auspressen. Wir sind zurück aus Bella Italia und ich habe natürlich Risotto-Reis dort mitgenommen. Da ich mich aber nicht auskenne, habe ich einfach zwei willkürliche Sorten gewählt. Eine davon habe ich hier jetzt gemacht. Es sieht sehr unappetitlich aus, weil ich es mit Rotwein gemacht habe und dadurch entsteht natürlich diese graue Farbe. Ist ein Champignon-Risotto. Ich bin aber mit diesem Reis jetzt irgendwie nicht so zufrieden. Es ist ein Arboreto-Reis. Ich habe keine Ahnung, ich weiß es gerade nicht. Ich habe die Packung schon weggeräumt. Aber ich fand, der hat halt super lange gebraucht zum Kochen und ich habe so viel Gewürze dran machen müssen, damit der Geschmack reinkommt, was ich vorher nie wusste. Oder meine Geschmackswerte sind aus Italien irgendwie jetzt noch abgetötet. Ich weiß es nicht, aber ist nicht so ganz mein Favorit. Aber ich habe auch noch einen feinkörnigeren. Vielleicht ist der dann eher was. Ja, der Teller sieht etwas schmutzig aus vom Umrühren der Spaghetti. Aber ich hatte jetzt keinen Bock, das sauber zu machen. Ihr seht das Essen halt so, wie ich es mache und esse. Es gibt heute halt wieder Buchweizen-Spaghetti. Ich wollte eigentlich Basilikumpesto dazu machen. Ich habe jetzt einfach Eiweiß drunter gerührt. Ich hatte da irgendwie mehr Bock drauf. Habe noch so ein paar frische Tomätchen drunter geschnitten, frisches Basilikum drauf. Ganz simpel, super lecker. Rein in den Magen damit. Wir haben gerade mal von den ersten Chilis geerntet und mein Freund hat sie auch probiert. Die scheinen ordentlich scharf zu sein. Ich werde euch auch morgen mal filmen, wie jetzt der Balkon so überlebt hat, die Pflanzen. Ein paar Sachen sind eingegangen über den Urlaub, aber ein paar Sachen haben auch überlebt. Und die Chilis sehen alle richtig, richtig gut aus. Heute gibt es mal ein Ice Cream Schrägstrich Smoothie Bowl zum Frühstück. Das hier ist die Basis. Es ist noch etwas übrig geblieben. Das kommt jetzt gleich in den Gefrierschrank. Und zwar ist die Basis aus Banane, Apfel, Mango und Himbeeren und frischen Datteln noch dazu. Und da habe ich jetzt hier einfach noch Kakaonibs dazu gegeben, geschälte Hanfsamen, ein paar Kokoschips. Und ja, normalerweise esse ich kein Eis zum Frühstück, aber heute hatte ich da richtig Lust drauf. Wegen meinem Instagram-Livestream habe ich gerade noch gar nicht gefilmt, was ich eigentlich zu Mittag esse. Ich habe jetzt auf Instagram so ein bisschen live gestreamt beim Kochen. Das habe ich jetzt irgendwie gerade für mich entdeckt. Und es gibt etwas, was einfach mega lecker schmeckt. Ich habe nämlich Salat vom Balkon gepflückt, der einfach unglaublich aromatisch und lecker und zart ist. Dazu gibt es vegane Maultaschen, Gurke und Tomate. Und als Dressing einfach nur Eiweiß mit Hafersahne und ein bisschen Pfeffersalz, Gewürze. Mega lecker einfach nur. Super einfach, aber mega lecker. Ja, ich gebe zu, ich habe heute keine sonderliche Lust, meine Smoothie Bowls wirklich zu dekorieren. Das sind jetzt einfach die Reste von heute Morgen. Im Mixer muss man immer relativ viel machen, deswegen reicht es meistens für zwei Portionen. Und das ist jetzt deutlich flüssiger, aber das macht gar nichts. Das ist halt wie ein Smoothie jetzt. Dazu gibt es einmal Mango, nochmal geschälte Hanfsamen und Kakaonips. Zum Mittagessen habe ich mir einen Salat gemacht und die Inspiration hatte ich so ein bisschen aus Italien, wo ich so einen ähnlichen Salat gegessen habe. Ich habe ihn jetzt aber noch ein kleines bisschen abgewandelt. Und zwar ist hier drin Radicchio, Fenchel und Orange. Dazu Datteln. Da habe ich hier die Declinur-Datteln genommen. Das passt besser, wenn die so ein bisschen bissfest sind. Also Medjool-Datteln würden da jetzt nicht so gut passen, finde ich. Außerdem Mandeln grob gehackt und als Dressing habe ich einfach den Orangensaft noch genommen aus den Orangen, habe Olivenöl dazu gegeben und dann noch ein bisschen Himbeervinaigrette. Und ja, ich finde es sehr, sehr gelungen und sehr lecker. Zum Abendessen gibt es heute erstmal einfach nur Maiskolben. Da hatte ich so riesen Lust drauf und mal gucken, vielleicht später nach dem Livestream noch ein bisschen mehr. Ich mache mir jetzt nochmal Nudeln. Es gibt den Rest meiner Buchweizenspaghetti und die habe ich schon mal vorbereitet. Frischen Basilikum und kleingeschnittene Tomätchen und dazu gibt es dann noch Olivenpesto. Das habe ich selbst gemacht, aber da bin ich noch nicht ganz so hundertprozentig mit zufrieden. Da muss ich noch ein bisschen dran tüfteln.
Es ist so warm heute und viel zu warm für irgendwas Warmes zu essen. Deswegen gibt es jetzt bei mir Wassermelone, Mango und Datteln. Heute Abend wollte ich eigentlich Bolognese-Lasagne machen. So, also Lasagne mit Bolognese-Soße und den neuen Simpli-Streukäse ausprobieren. Aber dank dem Gewitter habe ich echt mit Migräne zu kämpfen gehabt. Und deswegen gibt es jetzt einfach Gemüse-Ravioli aus der Dose von Alnatura. Das darf auch mal sein. Zum Mittagessen habe ich mir heute wieder einen Fenchelsalat gemacht. Es gibt jetzt auch mit wieder Kapuzinerblüten, die ich auf mein Essen stecken kann und die es schöner machen und diese leckere Schärfe geben. Und ich habe heute auch dran gedacht, euch ein Rezeptvideo hierzu abzudrehen. Wahrscheinlich könnte das sogar schon online sein, wenn dieses Foodery online geht. Ich versuche mal wieder dran zu denken, euch ein paar Rezepte zu verlinken in den Infoboxen, die es auf meinem Kanal als Rezept gibt. Ich habe heute nach langer Zeit mal wieder Lasagne gemacht. Die mache ich echt nicht oft und seit Jahren gibt es die auch mal wieder mit Käse überbacken. Das ist nämlich jetzt dieser Simply Wie Streukäse. Den gab es bei mir im Rewe und dann habe ich ihn direkt mal mitgenommen und ausprobiert, weil ich auf Instagram auch echt viele gute Bewertungen dazu gesehen habe. Und ja, der ist geschmolzen. Der hat auch gerochen in der Packung, die Käse. Jetzt werde ich es gleich mal sehen. Der sieht aus wie geschmolzener Käse. Sehr, sehr cool. Hier unten drunter habe ich noch ein bisschen Frischkäse gegeben, so ein paar Nocken. Und ich würde mal sagen, wir gucken mal, wie die innen drin aussieht. Ich steche die mal hier an. So, Teller rüberholen. Und, mit einer Hand. Sorry, wenn es laut ist. So. Ja, das sieht doch gut aus. Die ist doch gut geworden. Ich hatte nämlich ein bisschen Bedenken, dass sie vielleicht zu flüssig wird oder zu fest, weil ich halt schon lange keine Lasagne mehr gemacht habe, aber es sieht echt gut aus. Und ja, wenn ihr mal wissen wollt, wie ich Lasagne mache, wenn ich sie mal mache, dann schreibt es mir in die Kommentare, dann kann ich ja das nächste Mal ein Rezeptvideo davon abdrehen. Aber ich würde sagen, die ist gelungen. Und aller guten Dinge sind drei. Mein Einkauf von dem Radicchio, dem Fenchel und den Orangen hat mich genau für drei Salate gereicht. Und das ist jetzt der dritte davon. Wir grillen heute und da wollte ich euch mal gerade zeigen, was es bei uns gibt. Ich mache uns nämlich gerade so Champignon-Päckchen, jedem eins. Und normalerweise, oder in der Spargelsaison, machen wir den immer mit grünem Spargel. Jetzt gibt es die aber einfach mit Champignons. Dafür habe ich einfach braune Champignons halbiert. Ich habe unten drunter eine Lage ein bisschen geschnittenen Knoblauch, da sind Scheiben geschnitten, Pinienkerne, frische Kräuter vom Balkon gehackt, und zwar Oregano und Basilikum und Rosmarin. Dann noch eingelegte getrocknete Tomaten drüber und ja, das wickle ich jetzt zu als Päckchen, dann kommt es einfach auf den Grill. Bei mir gibt es da auch heute Pita-Taschen zu. Ich hatte irgendwann wieder Lust, so diese Pita-Taschen, und wollte die gerne füllen. Auch für den Fall, dass die Würstchen nicht schmecken. Ich finde es immer schwierig, dann so Würstchen, die nicht schmecken, so zu essen. Es hat jetzt bei uns um die Ecke einen Lebe-Gesund-Laden aufgemacht. Und da bin ich natürlich sofort hingerannt und habe mal eingekauft. Und habe jetzt mal hier diese Bratrolle Thüringer Art mitgenommen. Die ist geräuchert. Und hier eine Knackauer. Die Knackauer muss man aus dieser Haut befreien. Und hier, die ist ohne Haut, die ist ja so in Plastik verpackt. Und ja, da bin ich jetzt wirklich mal gespannt, wie die schmecken. Weil ich hatte da jetzt auch noch andere Würstchen von und die waren, ja, nicht so lecker. Heutiges Abendessen ist mal eine Joghurt-Bowl. Dafür habe ich nämlich Sojajoghurt von Alpro ungesüßt gemixt im Mixer mit frischer Banane, Mango, Apfel und Limette. Hab dann jetzt hier noch gelbe Kiwi reingeschnitten und Kakaonips drüber gestreut. Ja, und das ist eine relativ große Schüssel und das wird jetzt mein Abendessen sein und schmeckt doch eigentlich ganz gut.